Okay, passt. Coolio. So, hallo Metatron und Akira nochmal. Ja, Haare kurz. Schon länger, aber ich hatte jetzt immer die Hasenmütze auf. Aber ich habe irgendwie keinen Bock mehr auf die Hasenmütze. Ich weiß nicht warum. Irgendwie ist die langweilig geworden. Ich fand die echt cool, aber mittlerweile weiß ich nicht. Ich muss mir was Neues überlegen. Ich hätte schon gern irgendwie so ein Stream-Outfit, so ein Kostüm, so eine Persona. Aber da muss ich mir nochmal was überlegen, würde ich sagen. Mal schauen. Ja, der Bart ist eher zufällig jetzt auch kurz. Den lasse ich halt immer wieder wachsen, bis ich dann irgendwann eines Tages in den Spiegel gucke und mir denke, ne, der ist zu lang. Das geht nicht mehr. Und dann wird er wieder gestutzt und dann wächst er wieder. Der ewige Kreislauf meines Bartes. So ist das. Einen roten Squid als Hut wäre gut. Das reimt sich sogar. Ich habe ja hier hinten wenigstens den Stuhl-Squid als stillen Partner auf meiner Schulter. Als Engelchen oder Teufelchen kann man sich aussuchen. Das weiß ich selber nicht. Aber sowas in der Art wäre schon auch nicht schlecht. Aber da, ich werde ein bisschen rumexperimentieren. Mal schauen. Wäre schon cool irgendwie. Hallo Löffelkreis, wie geht's? Der Landsquid Stuhlreiter, ganz genau. Ja, über die Ankündigung von diesem neuen Hyrule Warriors freue ich mich auch. Fand ich ziemlich cool. Ne, dass die keine Directs mehr machen bei Nintendo. Dass das plötzlich so bam, Shadow droppt und dann ist es da, finde ich irgendwie schade. Aber grundsätzlich gefällt mir das auch. Im Grunde ist das ja so ein, also so wie es angekündigt wurde, ist das ja scheinbar ein Breath of the Wild, Quatsch, eher ein Hyrule Warriors Spin-Off, in dem man nur Breath of the Wild Charaktere spielt, aber eben offiziell im Kanon dafür, 100 Jahre vor Breath of the Wild, das ist cool, das gefällt mir und vor allem könnte ich mir gut vorstellen, dass dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr Hyrule Warriors 2 kommt, dass dann quasi die ganzen Inhalte aus dem ersten mit den Inhalten aus diesem Breath of the Wild Spin-Off verbindet und dann hat man ein riesen Gesamtpaket oder so. Kann ich mir gut vorstellen. Auf jeden Fall ziemlich cool. Gefällt mir. Hi Aldous, Hallöchen. Kinder der Tentakelsonne. Warum nicht? Finde ich gut. Ja, wo habe ich es denn gesehen? Ich habe eine E-Mail von Nintendo erhalten. Da stand irgendwas von wegen Mario-Trilogie und so weiter, die Mario-Classic-Collection und habe mir gedacht, ja, langweilig und wollte schon zumachen und scroll noch so runter und dann sehe ich da plötzlich hier Hyrule Warriors Ganons oder keine Ahnung, wie es heißt, Verheerung. Die Zeit der Verheerung oder so, glaube ich. Und habe mir erst gedacht, kommt jetzt ein neuer DLC für Hyrule Warriors oder wie oder was? Keine Ahnung. Und dann war das plötzlich ein Standalone-Ding. Finde ich gut. So ist das. Scheinbar sogar mit offener Welt, wenn ich das richtig verstanden habe. Wirklich? Das weiß ich nicht. Ich habe ehrlich gesagt, weil es schon so kurz vorm Stream war, dieses Video nicht mehr vollständig geguckt, sondern bin so durchgeskippt. Und da hat sich's für mich eher so angehört, als hätten die viele Elemente übernommen, aber nicht unbedingt spezifisch darauf eingegangen, welche sie übernommen haben. Aber vielleicht habe ich es nur überhört. Das kann schon sein. Finde ich auf jeden Fall trotzdem gut. Hallo Werderhock, find das Mario Kart Augmented Reality ganz nett. Ich finde das super interessant. Ich werde es mir nicht holen, weil es mir zu teuer ist, ehrlich gesagt, einfach. Und weil ich auch glaube, dass das eher was ist, das man so, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man Kinder im Haus hat, ist das der Shit. Aber so ist es, glaube ich, vielleicht ein bisschen langweilig für einen selbst auf Dauer. Aber das ist, ich war schon immer der Meinung, schon von Anfang an, na, das stimmt nicht ganz, ich fand VR am Anfang einfach nur geil und finde VR immer noch cool, aber habe mir eigentlich schon immer gedacht, dass im Grunde Augmented Reality die Zukunft ist, nicht Virtual Reality, weil da gibt es zu viele Nachteile, zu viele Einschränkungen, da sehe ich in Augmented Reality viel mehr Potenzial und Nintendo hat jetzt mit diesem Mario Kart tatsächlich, so viel ich weiß zumindest, das erste echte Augmented Reality Produkt auf den Markt gebracht. Sowas wie Pokémon Go mal rausgerechnet. Oder das, aber doch, im Grunde ist es das auch schon. Im Grunde ist das auch schon Augmented Reality natürlich. Nur halt noch nicht so wirklich. So Ansätze. Aber ja, finde ich gut. Warum sollte man die großen Shows sich große Shows andenken, wenn 9 von 10 Titel eh geleakt werden. Ich glaube, die Leaks sind mittlerweile schon irgendwie zum Teil nicht ganz unbeabsichtigt.
Vielleicht Leak ist das neue Revealen im Grunde. Ich glaube, ich denke mir eher, dass die Erwartungen meistens viel zu hoch sind und dann alle enttäuscht rausgehen. Aber ich glaube, in Wirklichkeit hat Corona Nintendo tatsächlich relativ schwer getroffen. Wenn man den Gerüchten glaubt und was in der Branche so gemunkelt wird, dann hätte eigentlich das ganze Jahr 2020 das Jahr des Mario werden sollen. Und diese Trilogie hätte schon Anfang des Jahres angekündigt werden sollen. Und dieses Mario Kart und diese Mario Trilogie und Paper Mario und für den Super Nintendo quasi jetzt diese All-Stars Collection für die hier, die Super Nintendo App, hätte alles übers Jahr verteilt kommen sollen. Und das ganze Jahr 2020 hätte Mario Jahr sein sollen. Und eigentlich wollten die das quasi schon Anfang des Jahres starten. Aber Corona hat denen dann einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht. Und dann haben sie sich wahrscheinlich auch gedacht, wollen wir wirklich das Jahr 2020, das echt kein geiles Jahr war, mit Mario in Verbindung bringen, so richtig. Und ich glaube da, naja, genau. Deswegen kommt jetzt auch zum Beispiel Mario 3D World erst nächstes Jahr. Das hätte ziemlich sicher auch noch dieses Jahr dann erscheinen sollen. So ist das wahrscheinlich. Also zumindest wird das so gemunkelt in der Branche von Leuten, die da Verbindungen haben und sich besser auskennen. Aber ja. Tja. So ist das. Es hieß zumindest, man könnte die Welt vor der Verheerung erkunden. Das kann aber auch, stimmt, kann man so oder so interpretieren. Könnte für eine Open World sprechen, kann auch nur so, ne? PR-Blabla sein, von wegen, ja, hier, guck mal, die ganze vor der Verheerungswelt kann man sich jetzt anschauen in den kleinen Maps, die wir gebaut haben. Könnte auch so sein, wer weiß. Das Mario ist doch perfektes E-Sport-Ding, statt die Drohne jetzt mit kleinen Autos. Ich weiß gar nicht, hat dieses Mario-Ding eine Online-Funktion oder sowas nicht, oder? Ich glaube, das ist wirklich nur für zu Hause auf dem Fernseher. Weil wenn das online wäre, fände ich das schon interessant. Wenn dann jeder zu Hause seinen eigenen Kurs baut und dann spielt man so online in fremden Wohnzimmern irgendwie, ist das weird und hat was. Glaube ich aber nicht. Glaube ich erstens nicht, also glaube ich vor allem nicht, weil das schon auch irgendwie auf ein jüngeres Publikum abzielt. Und wenn du Leuten erlaubst mit einer Kamera durch ihr eigenes Wohnzimmer und durch ihre eigene Wohnung zu fahren, dann werden da Sachen gefilmt, die Nintendo mit Sicherheit nicht auch nur im Entferntesten irgendwie in ihren Spielen abgebildet haben will. Da kann man sich ziemlich sicher sein. Deswegen wird es das sicher nicht geben. Traue ich mich wetten. Nie. Aber ja, wäre cool. Tja, so ist das. Die 3DS-Karten waren auch Augmented Reality. Da hast du recht, das stimmt. Da gab es das schon am 3DS so ein bisschen. Da haben die schon ihre ersten Experimente gemacht. Das stimmt. Hi, Mr. Hawkeye. So ist das. Ja, das glaube ich auch nicht, dass jetzt Nintendo großartig finanziell drunter gelitten hat. Ich glaube, Corona hat einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf den Erfolg von Animal Crossing gehabt. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das ohne. Das ist ja genau in der Quarantäne gekommen, zumindest bei uns hier, genau in der ersten großen Welle. Ich glaube, das hat den Verkauf nicht geschadet, ganz im Gegenteil. Insofern, ja. Ich hätte mir beinahe eine Switch mit Animal Crossing gekauft, da ich auf Arbeit nichts zu tun hatte. Ja, genau. Worüber reden wir hier? Über alte Männer und nackte Trolle? Wahrscheinlich in Bezug auf Mario Kart VR, warum das keinen Online-Modus hat. Oder AR quasi. Wegen alten Männern und nackten Trollen hat das ziemlich sicher keinen Online-Modus. Ja, okay. So, heute spielen wir Neon Abyss. Ich habe ja euch auf Discord gefragt, dass ihr Spiele vorschlagen könnt, die Patreons zumindest und Twitch-Unterstützer.
Und der Zakorak hat als erstes Neon Abyss vorgeschlagen. Es wurde auch Final Fantasy VII Remake vorgeschlagen. Und da das relativ viel Rückhalt auch aus der Community von euch hat und momentan auch bei der Abstimmung zum neuen Patreon-Stream-Spiel das einzige ist, das vorgeschlagen wurde, wird das in naher Zukunft ziemlich sicher auch in den Streams jetzt kommen. Aber heute jetzt erstmal Neon Abyss, einfach aus dem Grund, erstens, weil es relativ billig war und zweitens, weil es ein kleiner Download war und ich hätte Final Fantasy VII ziemlich sicher nicht mehr auf die Schnelle runterladen können jetzt heute. Deswegen so. So. Du hast eine Switch, aber Animal Crossing kommt bei dir nicht ins Haus, aber das ist wirklich ein cooles Spiel. Das hat mich über, ich glaube, also, wisst ihr was, schauen wir mal kurz. Das hat mich viele, viele Stunden beschäftigt und ich schaue immer wieder mal rein. Aber jetzt ehrlich gesagt, ist ein bisschen die Luft raus. Wo gucke ich denn danach? Ach so, hier, wartet mal. Das ist bestimmt noch. Ah, 200, okay. Ich wollte sagen, bestimmt über 100 Stunden. Es sind über 200 Stunden. Ja, ist aber auch ein. Da kann man auch viel machen. Und auch wenn jetzt die Luft ein bisschen raus ist und ich nicht mehr täglich spiele, das Museum will ich komplett machen. Auch wenn ich das mit den Kunstwerken für fast unmöglich halte, weil dieser Rainer kommt irgendwie einmal die Woche, meistens verpasse ich den. Ich habe den seit Monaten nicht mehr auf meiner Insel gesehen. Und jedes Mal, wenn der kommt, kann man ein Kunstwerk kaufen. Und es gibt 40, ich weiß es nicht. Das, naja. Smash Brothers habe ich noch ein bisschen länger gespielt. Da könnten Sie schon langsam echt mal den neuen Charakter vorstellen, oder? Naja, okay. Neon Abyss. Starten wir das. Ein Roguelike oder Roguelike oder je nachdem, wer weiß. Mr. Nonconform, danke fürs Abonnieren. Seit 3 Monaten. Yippidibi. Yippidibi? Warum nicht? Ich owne das jetzt. Yippidibi. Ein Roguelite auf jeden Fall. Das ist ja grundsätzlich ein Genre, das mir echt gut gefällt. Was? Nee, ich will nicht. Ich will mit. Genau, okay, ich kann schon mit meinem Pro-Controller spielen. Ich habe mich kurz erschrocken. Ich dachte, ich muss jetzt hier mit Nunchuck spielen. Ich nenne die immer Nunchuck. Ich weiß, die heißen nicht mehr so seit der Wii U, aber trotzdem. Hi, Lancelot. Hallo. Ich mag ein Spiel, das ein Ziel hat. Animal Crossing hat mittlerweile voll die Ziele. Du musst zum Beispiel deinen Kredit abzahlen, immer wieder, und das Museum vervollständigen und die Insel schön machen. Das allein ist auch schon irgendwie ein Ziel, so ein persönliches. Finde ich. Tja. Wird es neue Let's Chills geben? Hey, da habe ich heute dran gedacht, dass ich mal wieder welche machen müsste, aber bis jetzt bin ich noch nicht dazu gekommen. Ich will jetzt wirklich erst alle Streams endlich mal aufarbeiten und dann kann ich mir vorstellen, dass ich neue Let's Chills aufnehme, dass da mal eine ordentliche Playlist entsteht. Das wäre schon cool. Na gut. Jetzt schauen wir uns das mal an. Das ist so ein bisschen ein Twin-Stick-Shooter. Und ich mag so Bullet-Hell-Shooter eigentlich nicht so gerne. Aber der ist, glaube ich, ich habe die Demo mal gespielt. Der kommt mir ein bisschen langsamer vor. Nicht ganz so irre wie zum Beispiel Enter the Gungeon oder sowas. Ich glaube, das gefällt mir besser. Ich habe übrigens ein cooles neues Feature entdeckt. Beziehungsweise hatte ich das schon, aber ich habe es nie so ganz verstanden, glaube ich. Und zwar die wundervollen Face Masks. Ja, Kätzchen! Zum Beispiel. Oder auch der Sch Hey, so ein Schnauzer würde mir gar nicht so schlecht stehen, oder? Hat was. Schnauzer muss her. Ich brauche, glaube ich, irgendwie so Wimperntusche, Kajal, dass ich den schwarz färben kann. Weil sonst wirkt er wahrscheinlich nicht so gut. Was sind das? Oh. Überraschung.
Geht das auch auf? Ich bin's! Ja! Ich muss mal kurz ein bisschen durchschauen, was hier noch so an Blödsinn ist. Kannst du dich auch in einen Raptor verwandeln? Mal schauen, was da noch so kommt. Leute, ich wollte euch schon lange sagen. Warum ist denn das Spiegel verkehrt? You Hard Eye. Wollte ich euch schon lange mal sagen. Versuchen wir es nochmal anders. Ah, oh, nettes Dingsi-Tierchen. Was ist denn das da? Wow. In Stein gemeißelt. Wunderschön. Ich sehe aus wie Handsome Thaddäus. Ja, so ein Schnauzer ist es. Ich brauche einen Schnauzer. Naja, gibt's viele coole Sachen. Und viel Blödsinn. Ah, von wegen Raptor und so. Ja. Oh, schon weg. Nein. Hübsch. Ich sehe ein bisschen aus, als wäre ich gerade gefressen worden. Aber ja. So ist das eben. Okay. So. Wo waren wir stehen geblieben? Jetzt aber Neon Abyss. Jetzt aber wirklich. An sowas habe ich schon mal gedacht, Aldus, ob ich mal nicht sowas mir für einen Stream suche oder so. Aber egal. Also, Safe Slot One, wahrscheinlich, okay, keine Ahnung. New Game. Hallo, Lucario, wie geht's? My friend, the enemy of my enemy. Ich bin Hades. Ach so. Titan Group took most of my power and destroyed your family. Gut, dass er mir das nochmal sagt, dass meine Familie von der Titan Group zerstört wurde. Ich hatte das schon ganz vergessen. I need fighters like you to put an end to Titan's reign. Schwiegerelterlich sehe ich heute aus. Das machen die Haare, glaube ich. Ich habe halt einfach jetzt, damit ich die Haare spenden kann, über ein Jahr lang meine Haare wachsen lassen und wusste nie, was ich so recht mit denen anfangen soll. Und habe die halt immer so weggeknotet. Und jetzt habe ich wieder kurze Haare. Und schon sieht man gepflegter aus. Also ich, weil ich mit langen Haaren nicht umgehen kann. Aber ich habe die immer ordentlich gewaschen, damit die auch eine gute Qualität haben, wenn die beim Perückenmacher ankommen. Tja. Das weiß ich noch nicht, ob ich da einen Stream mache, Verahok, bei der nächsten Sony-Pressekonferenz. Ehrlich gesagt nervt mich sowohl bei Microsoft als auch Sony diese Salami-Taktik, die die da machen, diese kleinen Häppchen an Informationen immer wieder. Mich interessiert es nicht mehr. Ich bin auch echt nicht mehr gehypt. Die können mich jetzt mal. Ich klinke mich da jetzt aus und kurz vor Release schaue ich mir die Fakten an und fertig. Ich mag nicht mehr. Das ist alles Blödsinn. Wobei es gibt ja wieder neue Leaks zum Erscheinungsdatum und so weiter. Da werde ich noch ein Leak-Video dazu machen. Aber dann klicke ich mich da aus. Es ist einfach lächerlich. Jetzt macht einfach Präsentationen, zeigt mir das Ding, zeigt mir den Preis, zeigt mir Release, zeigt mir die Spiele an einem Datum, ein Event, eine Stunde und fertig. Und nicht immer eine halbe Stunde lang den Controller zeigen und die Konsole vorstellen und haut doch ab. Wirklich, mittlerweile nervt es mich einfach. Tut mir leid. Aber das ist nicht offiziell, Werderhock. Soweit ich weiß, ist das immer noch ein Leak, der von Microsoft zwar schon irgendwie so semi bestätigt wurde, aber nicht ein offizieller Release von denen. Aber gut. Okay. Ich brauche Kämpfer wie dich, um den Titans, der Titan-Regierung, der Titan-Herrschaft ein Ende zu setzen. Ist das wirklich Hades, Hades im Sinne von Hades? Wenn du Rache suchst.
Trinke. Trinke. Whoa. Okay, los geht's. Laufen. Schießen. Springen. Springen ist hier auf der Schultertaste. Macht bei Dual-Stick-Spielen total Sinn, verstehe ich schon. Aber ist echt ungewohnt und für mich echt irgendwie schwer. Aber gut. Ich glaube auch die S ist nicht offiziell. Oder haben die die mittlerweile offiziell bestätigt? Also mein Stamm von heute Mittag oder Nachmittag ist, dass das nur ein Gerücht ist eigentlich. Also beziehungsweise ein Leak. Ein ziemlich wahrscheinlicher Leak, der aber nicht offiziell bestätigt ist. Doppelsprung. Nach unten lenken. Spiel jetzt. Neon, wie heißt es? Neon Abyss mit Features wie Doppelsprung, nach unten durch eine Plattform durchfallen und schießen. Ich meine, was will man mehr für so ein 2D-Plattform-Ding? Oh, Gegner! Mann, hätte ich gerne bessere Waffe, aber kriegen wir bestimmt bald. Das ist, glaube ich, das Level aus der Demo. Das kenne ich schon. Da kriegen wir jetzt gleich coole Sachen. Wie zum Beispiel Terry. Hallo? Terry? Achso. Die fischspuckende Superkatze. Und Granaten. Moment, so. Irgendwie kann ich jetzt nicht mehr doppelspringen und ich verstehe nicht warum. Gerade ging's doch noch. Naja, was haben wir denn hier? Den Triggerfisch. Okay, das ist anders wie im Demo-Tutorial. Das ist witzig. Hä? Huh. Tja. Nehmen wir den Triggerfisch, auch nicht schlecht. Ach so, Xbox hat das dann nachträglich getwittert. Jetzt, wo der Leak raus ist, quasi das bestätigt. Ach schade, guck. Und ich habe mir gestern noch gedacht, na, ich sollte zu dem Leak vielleicht ein Video machen, weil sonst ist es zu spät. Und jetzt ist es zu spät. Diese Leak-Videos müssen einfach schnell kommen, weil sonst ist alles vorbei. Alles vorbei. Tja. Bosszeit. God of Pills. Der Gott der Tabletten. Ich habe mich gerade selber gesprengt, ich Idiot. Und schon wieder. Jetzt bin ich tot. Nein, warte mal. Ah, ich glaube, ich bin im Tutorial unsterblich. Okay. Brokkoli. Ein Herzcontainer ist Brokkoli. So, so. Und ich glaube, das ist so ein Upgrade-Währungsding. Damit können wir quasi unseren Charakter dann permanent hochleveln. Jetzt muss ich mal nochmal zurückgehen, weil mich wundert gerade, dass da hinten noch eine Schatzkiste ist. Da muss ich mal schauen. Die Fischknarre macht mich fertig. Ja, ich überlege auch, ob ich vielleicht doch wieder auf die Katzenknarre wechsle. Aber ich bleib beim Fisch. Need more coins. Ha, komisch.
Weil hier wäre sogar das Tutorial, dass ich meine Spezialfähigkeit aktiviere, die bei dem Charakter hier fliegen wäre. Und so würde ich zur Schatzkiste kommen. Und eigentlich habe ich oben 5 von 5 möglichen Kristallen und eigentlich sollte ich fliegen können, aber vielleicht habe ich das Tutorial kaputt gemacht. Das Spiel erinnert dich an Yoshi's Island. Wirklich? Mit den Eiern? Ah, ja, ja, ja. Das verstehe ich. Das ist ein ganz nettes Feature. Mit einer Zeit schlüpfen die und man kriegt Partner, die einem helfen. Oder auch nicht. Je nachdem. Aber das ist ganz cool. Level 2. Ich schätze mal, die Schonfrist ist jetzt vorbei. Jetzt wird's ernst. Zum Glück haben wir Brokkoli bekommen und sind geheilt. Würmer, nee, okay. Da ploppen nämlich manchmal so klitzekleine Würmer aus den Gegnern. Aber das sind keine echten Gegner. Die sind nur zur Show. Guckt überall Kristalle und ich kann sie nicht mehr nehmen. Was soll das? Ah, oh. Ein Eis geschlüpft und es war nichts drin. Das ist echt schade. Echt, hat dich genervt. Ich habe das vor kurzem auch wieder gespielt und habe mir gedacht, das ist immer noch perfekt. Yoshi's Island ist immer noch, genauso wie Super Mario World, ist immer noch ein perfekter 2D-Plattformer. Das sind moderne wie Shovel Knight und sowas eigentlich nicht besser geworden. Nur genauso gut. In den meisten Hinsichten. Unlock. Einen Schlüssel hatten wir. Cool. Scarlet Tail. Increase your fire rate of... Was? If you get hurt while in this room. Ich verstehe. Also meine Feuerrate wird nur erhöht, wenn ich in einem Raum getroffen werde. Das ist schade. Irgendwie. Aber wenigstens habe ich jetzt einen coolen Katzenkopf. Ah, jetzt hätte ich natürlich gern die Katzenkanone, ne? Das wäre cool. Man kann nicht alles haben. Aber ich habe standardmäßig anscheinend keinen Doppelsprung. Ich habe vorher mit den Features gelogen. Es gibt gar keinen Doppelsprung in dem Spiel. Oh, da fliege ich jetzt hoch. Need more coins. Ist das ein Bug oder so? Habe ich hier einen Bug ausgelöst? Liegt das an der Waffe? Macht die irgendwas Komisches? Ach, warte mal. Meine Spezialfähigkeit ist, dass ich 25 Münzen ausgebe, um Ei zu kriegen und gar nicht fliegen. Okay. Keine Ahnung. Vielleicht ist das auch zufällig. Ei schlö. Oh. Schon wieder ein leeres Ei. Warum sind meine ganzen Eier leer? Das ist lame. Hier ist schon der Bosskampf. Oh, dann gehen wir aber nochmal in die andere Richtung vorher. Mich erinnert das so ein bisschen an, komischerweise an American Gods, diese Amazon Prime Serie. Weil man da so gegen die modernen Götter kämpft quasi. Eigentlich nur deswegen. Aber ja. Ah, come on. Ah, jetzt wird mein Katzenkopf hier aktiv. Nein, der kann auch seitlich schießen. Das wusste ich nicht. Ich dachte, der kann nur nach unten schießen. Das ist die kinderfreundliche Version Isaac. Meinst du Binding of Isaac? Es ist auf jeden Fall auch ein Roguelike wie Binding of Isaac. Ja, wir können jetzt hier... Was ist denn das hier? Argus. Mein Manager, oder wie? Der Gott der Dunkelheit. Oh, das ist ein cooler Manager. There are no secrets on the internet. He has hidden in the dark corners to observe and control your device and your life. Das ist quasi so der Internetgott. Der Darknetgott.
Und hier können wir sein Skill Tree erweitern. Und wenn ich das jetzt nehme, dann gibt es immer in jedem Level einen versteckten Raum pro Dungeon. Das ist cool. Das nehme ich. Und jetzt gehen wir in die Bar zurück. Ja, aber 2D, also handgezeichnet ist ja trotzdem 2D. So wie Cuphead oder Hollow Knight sind ja auch handgezeichnet. Das sind ja nur die Sprites handgezeichnet. Aber deswegen ist es ja immer noch einfach 2D. Difficulty. Na, bleiben wir mal auf normal. Ich glaube, das reicht. Aufzug out of service. Upgrade. Ach so, okay, ich verstehe. Dance! Hm.